China und Deutschland. Dazwischen liegen Welten. Shuwen Bian ist Volkswirtin. Für ihre Doktorarbeit fährt sie quer durch Deutschland. Sie besucht Firmen, die seit neuestem in chinesischer Hand sind. Dabei stößt sie oft auf Vorbehalte, wenn Chinesen hinter den Übernahmen stecken. Meistens sind diese Käufer Staatsunternehmen, die die Wünsche der Regierung beachten müssen. Man kann schon davon sprechen, dass es ein Wunsch, in China gibt, technologisch aufzuholen. Aber es ist nicht so, dass die Regierung in China natürlich schon vorher die Unternehmen heraussuchen und bildhaft gesprochen aus einer Liste weitergeben. Aber sie geben eben Sektoren und Branchenempfehlungen. Die Chinesen haben vor allem Automobilzulieferer und Maschinenbauer im Visier. Aber auch die Stahlbranche. Dieses Werk von ThyssenKrupp Steel wurde vor 3 Jahren an den chinesischen Stahlproduzent Visco verkauft. Das Unternehmen produziert Bleche für die Automobilindustrie. Shuwen Bian trifft den deutschen Geschäftsführer des Werks. Wie viel die Chinesen gezahlt haben, will er der Wissenschaftlerin nicht verraten. Nur so viel: Vor der Übernahme lief das Geschäft schlecht. Mit den Millionen konnte er in neue Maschinen investieren und jetzt liefert der Mutterkonzern günstigen Rohstahl und neue Kunden. Der Chef versichert, nur er bestimme das operative Geschäft. Kaum Einfluss von den Chinesen. Neu sei nur die andere Unternehmenskultur. Man lässt sich durchaus Zeit, ein Ziel zu definieren, das intern abzustimmen, zu diskutieren. Aber wenn dieses Ziel erstmal gefasst ist, dann wird es auch umgesetzt. Und zwar auch mit sehr viel Kreativität, mit sehr viel Engagement. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr positiv finde, weil man kann natürlich endlos über ein Ziel diskutieren. Und man kann es auch endlos verändern, aber das führt am Ende dazu, dass man steht. Ja, das wird dann direkt bei uns. Shuwen Bian hat Glück. Aha. Heute ist auch ein Manager aus China hier. Er gehört nicht zum Mutterkonzern Visco, sondern leitet selbst ein anderes Tochterunternehmen in China. Auch er hat lange in Deutschland gelebt und erzählt, was hinter der Übernahme durch den Staatskonzern Visco steckt. Mehrere Kräfte brauchen. Die haben eine gute Anlage in China. Die haben da gekauft. Sehr gute Anlage. Auch von Deutschland oder von Europa. Europäische Anlage haben die da gekauft. Aber um die Anlage zu betreiben, dass dann ein gutes Produkt auch durch die Anlage rauskommen können, also diese Know-how, da hat die chinesische Stahlwerk, zum Beispiel Visco, nicht so viel. Shuwen Bian hat inzwischen mit 30 Firmen gesprochen, die übernommen wurden. Ein Trend, den sie aus ihren Daten schon jetzt ablesen kann: Künftig werden sich chinesische Unternehmen besonders für deutsche Umwelt- und Robotertechnik interessieren. Und sie werden mehr Mitarbeiter nach Deutschland schicken, um auf das operative Geschäft der aufgekauften Unternehmen Einfluss zu nehmen. Es wird ja nicht dafür immer so bleiben, diese starken Autonomie der deutschen Tochterbetriebe. Die chinesischen Unternehmer, die hier sind, sobald sie sich sicherer fühlen, also sobald sie auch mit Deutschland besser auskennen, dann würden sie schon eher wollen, tongebend zu sein. Im Sommer wird sie nach China reisen. In ihrer alten Heimat will sie mehr über die Investitionspläne chinesischer Unternehmer erfahren. Diese Seite fehlt noch in ihren Forschungen.